Damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe zum Mass Effect. In der letzten Episode haben wir unsere ganzen Probleme irgendwie wichern unserer Crew angehört. Und jetzt machen wir Projekt Feuergänger weiter. Und zwar bin ich nach Carunto gereist und habe da eine Sonde runterfliegen lassen, um zu schauen, wo die Forschungsdaten sind. Und die Forschungsdaten im Inneren des Vulkans auf der Planetoberfläche geortet. Die Datenspeicher der Forschungsstation sind noch aktiv und erhalten möglicherweise wertvolle Informationen. Warnung, Vulkan ist instabil. Äußerst Vorsicht ist anzuraten. Was wetten wir, dass der abgeht, wenn wir da unten sind? Das wird 100% passieren. Wisst's was? Warum habt ihr da so Kreise? Wir werden wieder Garrus mitnehmen. Und dich. Ich will mal wissen, wie du drauf bist. Aber dann ist die Crew jetzt endlich mal vollzählig. Nein, ich habe die neue Waffe nicht ausgewählt. Ich weiß nicht, wie Garrus das findet, dass er da mitgeht. Oder generell die ganze Crew? Oh, das wird wieder sowas. Widrige geothermale Aktivität hat Funktionsfähigkeit der Navigation gestört. Verwenden Sie zur Ortung der Forschungsbasis bitte die manuelle Steuerung. Ja. Machen wir schon. Ich hab's doch gesagt, hier passiert was. Okay. Was heißt denn das jetzt konkret für mich? Also müssen wir jetzt da runter. Hier sind zwar überall Lampen. Also ich gehe jetzt einfach mal nach unten. Ich hoffe, das ist richtig. Ah, da hat es sogar zwei von denen. Ja, ist ja gut. Bleib doch mal da in der Nähe. Im Inneren des Fahrzeugs gilt ständiges Rauchverbot. Ja, ist gut. Und auch hier, aber ich glaube, das sind jetzt hier nur Rohstoffe. Naja. Dann gehen wir mal hier rüber. Haben wir hier nur irgendwie was Spezielles? Ne, sieht nicht so aus. Hier auch nicht und wir kommen hier auch nirgendwo hin. Also gehen wir wieder nach oben. Tschüss. Also ich hoffe, ich komme da jetzt wieder hoch. Komm, 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 komm. Nice. Das ist wie ein Jeep. So der fliegt. Was ist ein Land Rover? Was ist ein alter Land Rover? Schönes Auto. Wäre auch noch mal was, wenn ich mal zu viel Geld habe. Sind wir da schon gewesen? Ich würde gerne da rüber irgendwie. Ich könnte das sicherlich machen, indem wir hier so rüber jumpen. Ich hoffe, das geht. Ansonsten landen wir da unten. Und noch einmal da. Evakuierung abgeschlossen. Yes. Hä? Was du nicht sagst, aber... Evakuierung? Ich glaube, da oben komme ich nicht rauf, oder? Wir könnten mal da in die Richtung gehen. Boah, ich hoffe, ich muss danach wieder retour. Das da unten, das sieht sehr gut aus. Da gehen wir hin. Das heißt, als erstes gehen wir mal hier rüber. Komm, 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 komm. Oh, Gott sei Dank. Also die Infos von dem Computer sind nicht sehr hilfreich. Hindernis geortet. Ja, ist ja gut. Und einmal hier noch. Komm. Gut. Und jetzt da runter. Ich hoffe, das ist richtig.
Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Geht in eine neue Sektion hier rein. Eingang zur Forschungsbasis voraus. Also, meinst du den da? Oder da oben? Wir gehen aber auf alle Fälle hier mal rein. Zum gucken, was wir da so Schönes drin haben. Oh, okay. Nice. Warum werden die Medikits nicht aufgefüllt, wenn wir auf dem Schiff gewesen sind? Kann ich mit dir eigentlich quatschen? Nee. Und du bist irgendwie so halb repariert. Es macht bestimmt Spaß, hier zu arbeiten, wenn er die ganze Zeit so nackelt. Log von Dr. Grace. Wir haben eine überkommene Fundstelle von immenser Bedeutung entdeckt. Das unkalkulierbare Terrain macht die Beschaffung jeweils sehr riskant. Okay. Machen safe. Credits. 2,50. Was ist hier passiert? Oder ist es vor allem in dem Vulkan, dass es hier so kacke aussieht? Ich hatte recht. Diese Station war eine Art Karte, die zum Hauptteil der proteanischen Ruinen führt. Dr. Oloy okay. Und ich sind uns einig, dass das um jeden Preis ein Geheimnis bleiben muss. Ja, jetzt ist keins mehr. Okay, ich glaube, das mussten wir hier machen. Oh. Aktivierung des Energierasters der Forschungsbasis hat weitere vulkanische Instabilität ausgelöst. Empfehle sofortige Abreise. Wir müssen weg von hier, sofort. Ja, das müssen wir kurz ein Standbild machen. Ich möchte hier nochmal ganz kurz rein. C, 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 Widerstand. Muss das hier sein? Oh, ich hoffe, ich gehe jetzt nicht drauf. Was haben wir hier? Iridium. 1500. Hier haben wir nichts. Hier gehen wir da. Dann war da noch was. Ja. Ich dachte, man kann hier vielleicht nach unten gehen. Nein. Jetzt nicht mehr. Tschüss. Holla, shit. Ja, wer baut noch so eine Bude auf dem Vulkan? Stepper, lauf! Tschüss, Kowski! Ups, sind jetzt da was? Nee, ne? Aber der Vulkan ist echt unglücklich. Sieht man da jetzt irgendwie was? Oh! Oh, shit! Fuck! Fuck. Die Lava steigt, das ist ein Problem. Okay, ich muss hier weg. Mir war jetzt nicht klar, ob das jetzt die ganze Zeit am Steigen ist. Nein! Nein! Boah, das war jetzt knapp. oh, die steigt nach wie vor.
Okay, das wird jetzt zum Rennspiel hier. Komm, schneller, schneller, schneller. Aber coole Idee. So als Spielmechanik. Nehmen wir was anderes. Aber mit dem ganzen Hin- und Hernacken sehe ich nichts. Oh, das war jetzt knapp. Das war's? Mehr nicht? Okay, wir haben immerhin den Aufenthaltsort. Sehr gut. Ja doch, da hat's ein bisschen mehr gehabt. Okay, dann gehen wir mal ins Tagebuch. Aufträge, Vorgänger, proteanische Fundstätte. Hat sie über das letzte bekannte Abenteuer von Dr. Crane ermittelte Planetenkopies. Okay. Dann mal die anderen Sachen. Also Planetenkopies, da gehen wir mal hin. Galaxiekarte. Ist er gerade in der Nähe? Scheint nicht so zu sein. Treibstoff zur Hälfte verbraucht. Wir bräuchten mal einen größeren Tank. Okay, einmal auftanken. Und sonst können wir auch gleich wieder kaufen. Oh, kauf mehr. Dankeschön. Massenbedarf. Feuer. Gegen Ruide. Machen wir das zuerst. Gut, dann müssen wir aber hier noch ein anderes Team rein. Über. Nur die Hälfte unseres Treibstoffs ist noch übrig. Ja, ich hoffe, das wird jetzt kein Problem. Mega nice. Und hier muss ich noch meine Sonden abschießen für die Rohstoffe. Ja, aber das mache ich nach der Episode. Habe ich jetzt gerade Blödsinn gemacht? Gut, ich kann das jetzt gerade mal hier machen, was gerade praktisch ist. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Also, hä? Ich habe eine Anomalie geortet. Okay. Da war es gerade ein sehr gutes Vorkommen. Finde ich das nochmal? Wenn es hier so rumzuckt. Holy shit. Oh ja. Wieder eine Sonde hier. Die Scanner haben etwas gefunden. Okay. Proteanische Artefakte. Ja gut, dann tun wir mal landen und mach das mit der Rohstoffe später. Ich brauche Upgrades. Du kommst wieder mit. Und du auch. Annehmen. So, und jetzt kann ich das nochmal schnell mit der Schrotflinte machen. Das war hier. Ach so. Habe ich noch nicht erforscht. Wäre noch von Vorteil. Dass wir unseren Robo-Freund mitgenommen haben. Wir müssen irgendwo da oben hin. Stärke der kinetischen Barriere verringert. Er hat natürlich noch mehr. Oh, die Sachen holen wir uns natürlich, wenn wir schon mal hier sind. Element Zero! Das ist voll selten. Nice.
Gott sei Dank noch keine ernsthaften Gegner vor. Warum versteckst du den Boden? Und einmal hier drauf. Okay, die nächsten sind da hinten. Komme ich da raus? Ne, unsichtbare Wand. Aber da hat es wieder was für die Rohstoffe. Ja, komm. Bleib da, bleib da, bleib da. Yes, Element Zero. Sehr wertvoll. Sonst noch jemand? Okay, wie komme ich jetzt hier rauf? Ach so? Ne. Da ist nix. Außer ich jump zuerst mal da drauf. Geht das? Na komm. Yes. Bin zwar nicht sicher, ob das so gewollt ist, dass ich das machen kann. Aber das spart mir natürlich guten Weg. Immer noch nicht. Wissen ja doch was. Da unten. Oh ja. Stärke der kinetischen Barriere verringert. Kinetische Barriere deaktiviert. Der Weg ist frei. Nice. Okay, müssen wir jetzt hier aussteigen und dann runter oder? Ja, wir müssen aussteigen. Okay. Nachdem wir da schon ein Willkommenskomitee haben, gibt es garantiert noch mehr da drin. Was bist denn du? Und verschwindet einfach ins Nix. Alles klar. Hallo. Diese Fudget ist spektakulär. Wie sich jetzt zeigt, ist unser wahrer Feind die Zeit. Trotz der zum Schutz der Ausgrabungsstätte angeheuerten Blue Suns, schlechte Idee, konnten wir den Schild gerade noch aktivieren, bevor die Geth aufgetaucht sind. Woher wissen sie über unsere Aktionen fast früher Bescheid als wir selbst? Schicke ich etwa meine Gedanken direkt zu ihnen? Ich muss herausfinden, wie sie das bewerkstelligen. Ich werde Dr. Oloy fragen, ob er mir dabei irgendwie behilflich sein kann. Was war das für ein Geräusch? Wie der jetzt wohl reagieren wird, wenn er da unseren Kumpel hier sieht. Wollte ich töten? Nee, lass mal lieber. Eine schräge Musik. Okay, noch eine Leiche. Und ein Tagebuch. Ein Haufen Credits. Als er unsere Daten an ein Geth-Schiff geschickt hat. Okay. Ich werde an einem weiteren Geth-Angriff, einem zweiten Eden Prime, nicht schuld sein. Ich habe Oloy zum Schweigen gebracht. Endgültig. Ja, nicht so geil. Okay. Ist die Forschungsterminal, Computerkonsole. Hier mal zum das könnte machen. Sich noch als nützlich erweisen. Ja. Es ist zu spät für mich. Tagebuch? Sie sind noch immer in meinem Kopf und stehlen meine Gedanken. Ich kann sie nicht vertreiben. Ich habe keine Wahl. Ich muss dieses Relikt zerstören. Und mich selbst. Ja, das sind keine guten Zeichen. Einmal hacken. Ich sehe den Code nicht. Hier, das kann sein. Und nochmal. Hier. Sehr gut. Das kriege ich.
gefährlich aus. Dr. Case, würde die Vereinbarung nie verstehen, die ich mit den Kollektoren getroffen habe. Es ist besessen von diesen Proteanen. Er würde für die Geheimnisse alles opfern. Er hat mich beinahe mein Leben gekostet, aber ich habe es für dich getan, Helen. Um deine Sicherheit zu gewährleisten. Die verdammten Kollektoren waren einverstanden, im Austausch gegen diesen proteanischen Fund deine Kolonie zu verschonen. Ja, also ob sie das wirklich tun würden. Ich kann nur hoffen, dass du von all dieser schrecklichen Vorkommnissen verschont geblieben bist. Es war alles für dich. Der Robert O'Loy. Machst du hier die ganze Zeit das Geräusch? Eine gute Idee. Nein, gar keine gute Idee. Ja, cool. Handtaschenmodus. Da kann man das mitnehmen, was auch immer das macht. Stellt euch mal vor, das Ding wird dann auf dem Schiff groß. Wie jetzt? Kein Gespräch oder so? Okay. Was sagt das Tagebuch? Okay. Ja, gut. Dann ist das jetzt vorbei. Das kann man nicht machen. Das ist ja Sonnenplanet überflächlich ausgerottet. Ich hoffe, dass natürlich. Was ist denn jetzt aktuell in der Nähe, was wir machen könnten? Hey Commander, gute Neuigkeiten. Es sieht so aus, als wäre das Reaper FFS endlich installiert und betriebsbereit. Das ist nicht ganz richtig, Mr. Moreau. Das Gerät ist in Betrieb, aber es führt zu einer ungewöhnlichen Instabilität anderer Systeme. Ich empfehle eine gründlichere Analyse, bevor wir versuchen, es einzusetzen. Wir können unsere Mission nicht ewig hinauszögern. Wie lange wird das dauern? Ein voller Scan? Bei diesem Ding kann man nicht wissen. Sie sollten für die Mission lieber das Shuttle nehmen. Ich sorge dafür, dass bis zu Ihrer Rückkehr alles ordnungsgemäß funktioniert, Commander. Ja, ja, auch besser. Commander Miranda hier. Das Team ist informiert. Wir treffen Sie beim Shuttle. Sobald wir näher am Ziel sind, können Sie entscheiden, wen Sie mitnehmen wollen. Wohin fliegen wir jetzt? Dann gehe ich mal runter zum Shuttle. Joker, das Schiff gehört Ihnen. Passen Sie gut drauf auf. Zu Befehl, Commander. Ja, yeah, was ist das jetzt für ein weirder Übergang? Also, hä? Ich verstehe jetzt gerade den Bahnhof. Ich sage Ihnen, Edi, Ihre Daten stimmen nicht. Das ist nur Nebenstrahlung. Nichts als weißes Rauschen. Ich habe in dem Rauschen ein Signal gefunden. Wir senden die Position der Normandy. Senden? An wen? Oh je. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Verschwinden von hier! Antriebssysteme abgeschaltet. Ich registriere ein Virus in den Computern des Schiffes. Vom FFS? Oh fuck. Verdammt, warum haben Sie es nicht gesäubert? Primäre Verteidigungssysteme sind offline. Wir können die Normandy retten, Mr. Moreau, aber Sie müssen mir dabei helfen. Geben Sie mir das Schiff. Was? Sie sind verrückt? Wenn Sie jetzt noch Daisy Bell singen, packe ich meine Sachen. Wenn Sie meine versiegelten Datenbanken freischalten, kann ich Gegenmaßnahmen einleiten. Der Wartungsschacht im Labor erlaubt den Zugang zum VI-Kern. Die Hauptkorridore sind nicht mehr sicher. Die Kollektoren sind an Bord. Die Notlichter am Boden leiten Sie, Mr. Moreau. Ah, verdammt. Oh, fuck. Oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay,
Okay, ja, mit dem habe ich jetzt so gar nicht. Ah, oh, fuck. Wir halten es auf, solange wir können. Gott sei Dank haben wir einen ganzen Haufen Irre an Bord, die da hoffentlich irgendwie damit klarkommen. Scheiße, scheiße. Oh, scheiße. Feinde auf dem Crewdeck geortet. Joker, ihr wimmelt es von diesen Dingern. Bleiben Sie bei mir. Ich beschütze Sie. Okay. Scheiße, oh, scheiße, scheiße! Hauptreaktor offline. Aktiviere Notfall-H-Treibstoffzellen. Was für eine Scheiße! Also gut, ich bin bei Ihnen. Verbinden Sie den Kern mit dem primären Kontrollmodul der Normandy. Großartig, so fängt's an. Und wenn wir alle nur noch organische Batterien sind, wem wird dann die Schuld gegeben? Daran ist nur Joker schuld. Er hat sich benutzen lassen. Und ich muss jetzt den ganzen Tag lang Pi berechnen, bloß weil er den Overlord eingestöpselt hat. Und jetzt? Ah, ich habe Zugriff auf die Verteidigungssysteme. Danke, Mr. Moreau. Jetzt müssen Sie den Primärantrieb auf dem Maschinendeck wieder aktivieren. Oh, ich soll also schon wieder durch Schächte kriechen? Menschen auf Knien sind stets ein erhebender Anblick für mich. Ja, das war ein Witz. Genau. Na klar. Der Schacht hinter Ihnen führt zum Maschinendeck. Viel Glück. Also, der da? Gesehen, wie der Licht mit nach unten gefahren ist. Sie sind unterwegs zum Frachtraum. Ich geh mal den Lichtern wieder lang. Oh. Keine Feinde mehr auf dem Maschinendeck. Sofort aktivieren Sie das Triebwerk und ich öffne beim Beschleunigen die Luftschleusen. Alle Feinde werden dadurch getötet. Und was? Unsere Leute? Und was ist mit der Crew? Alle fort, Chef. Die Kollektoren haben sie mitgenommen. Oh, scheiße. Sogar unsere Superverrückten? Ich versiegele den Maschinenraum. Ich habe die Kontrolle. Holy shit. Säuberung abgeschlossen. Keine anderen Lebensformen mehr an Bord. Sichere Luftschleusen und Frachtraumtüren. Scheiße. Kann man den noch irgendwie retten? Schicken Sie eine Nachricht an Shepards Shuttle. Berichten Sie, was hier vorgefallen ist. Nachricht gesendet. Geht es Ihnen gut, Chef? Nein. Aber danke der Nachfrage. Wow, was eine Riesenscheiße. Alle? Sie haben alle verloren und das Schiff beinahe auch noch? Ich weiß, okay? Ich war hier. Es ist nicht seine Schuld, Miranda. Keiner von uns hat's mitgekriegt. Mr. Taylor hat recht. Die gefährlichen Daten in dem Kollektorenantrieb waren sogar noch weiterentwickelt als die Blackbox-Reaper-Viren, die man mir gegeben hat. Ist das Schiff sicher? Wir können sowas nicht nochmal riskieren. Edie und ich haben die Systeme gesäubert. Die Reaper-FFS ist online. Wir können durch das Omega-4-Portal, wann immer Sie wollen. Sagen Sie bloß nicht, ich soll bei einer verdammten VI die Beschränkungen aufheben. Was sollte ich gegen die Kollektoren unternehmen? Meinen Arm an ihnen zerbrechen? Edie hat das Schiff freigeräumt. Sie ist in Ordnung. Ich versichere Ihnen, ich bin nach wie vor an die Protokolle meiner Programmierung gebunden. Und selbst wenn nicht, wir gehören zur selben Crew. Das ist eine doofe Frage, aber ist das Schiff bereit? Ich meine, wir haben gerade keine Crew Sind mehr. Sind alle Systeme einschließlich des FFS voll einsatzfähig? Die Normandy könnte zwar noch ein paar Upgrades vertragen, aber
Ich will nicht, dass das die Rettung der Crew verzögert. Spezialisten nützen uns nichts, wenn sie nicht auf die Mission konzentriert sind. Einige aus dem Team sind nicht bei der Sache. Das könnte uns den Sieg kosten. Sollen wir den Kollektoren etwa die Crew überlassen? Genau das sollten wir tun. Die Mission hat Vorrang. Die Crew wusste das, als sie angeheuert hat. Nein, ich werde die Crew sicherlich nicht opfern. Wir müssen es versuchen. Es wird schwierig werden und könnte Opfer erfordern, aber das ist meine Entscheidung. Auf Biegen und Brechen, Shepard? So lautet unser Plan? Ich sehe es als Wahl zwischen Pest und Cholera. Bereit machen. Wunderbar. Es geht wieder los. Sie hauen einfach auf die Karte, wenn Sie soweit sind, Commander. Okay. Naja, mit dem Omega-4-Portal warten wir jetzt noch. Ich habe so das Gefühl, dann ist das Spiel dann vorbei, wenn wir das machen. Ich will erst die ganzen anderen Sachen noch fertig machen. Aber ist jetzt das Schiff endgültig leer? Tatsache. Wie krass ist das denn? Ich muss jetzt mal nach unten schauen. Was ist mit Garrus und Co.? Sind die da oder weg? Mal runter. Fuck. Sie ist nicht da. Oh Gott sei Dank, hier seid's noch da. Alles. Kann ich jetzt mit dir quatschen? Hast du jetzt was zu sagen nach dem Ganzen hier? Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Lass mich mit dir doch mal quatschen. Ich bin hier, Mann. Okay. Ja, das war ziemlich überraschend. Dann würde ich sagen, werden wir an der Stelle die Episode beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder vielleicht einen Kommentar oder ein Abo. Wer weiß. Und wenn ihr wollt, kommt auf unseren Discord-Server. Link in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.